Das ist die Tobilotta Kreativ-Kniffel-Vorlage. Damit könnt ihr Spaß haben, kreativ sein und der Langeweile Tschüss sagen. Diese und viele weitere Vorlagen gibt es im Tobilotta Online-Shop, tobilotta.ch. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr die Rätselspiele und die Vorlagen verwenden könnt. Aber Achtung, das ist ein Lösungsvideo. Das bedeutet, ihr werdet im Laufe des Videos die Lösungen zu den jeweiligen Vorlagenblätter erhalten. Ihr seht, das ist ein Worträtselspiel. Ihr müsst die Wörter suchen. Zum Beispiel wie hier. Osterhase. Osterkorb. Ostern. Und Karotte. Die Tobilotta Kniffel Kreativvorlagen eignen sich super, nicht nur um der Langeweile Tschüss zu sagen, sondern auch um Rätselspaß zu haben. Und weiter geht's mit der nächsten Vorlage. Was für ein Labyrinth! Ihr startet unten links und sammelt alle Karotten ein. Die Wege könnt ihr mit dem Stift einfach durchfahren. Aber Achtung, denselben Weg dürft ihr nicht zweimal durchfahren. Kreuzungen sind erlaubt. Wichtig ist, dass ihr alle Karotten einsammelt und sie wieder zurück zu Häschen zum Start bringt. Und zwar so. Ihr seht, Kreuzungen dürfen sein, denselben Weg zweimal fahren nicht. Und weiter geht's mit der nächsten Vorlage. Einfach die gestrichelten oder die gepunkteten Linien nachfahren, bis das Motiv zum Vorschein kommt. Bei der nächsten Vorlage braucht ihr ganz viel Konzentration, denn ihr müsst alle Ostereier zählen. Am besten geht das, wenn ihr die Ostereier einfach mit einem Stift durchstreicht. Und jetzt kommt die Lösung, es sind 26 Ostereier. Mögt ihr eigentlich Fehlersuchspiele? Das ist eines davon, im Thema Ostern. Ihr müsst einfach die Fehler suchen. Zum Beispiel hier. Wenn man möchte, kann man die Vorlagen natürlich auch ausmalen oder so wie wir in durchsichtige Mappen packen, damit man sie immer wieder verwenden kann. Die nächste Vorlage ist eher für kleinere Kinder. Das ist eine Schneidübung. Man fängt unten an und schneidet den gepunkteten Linien entlang. Und zwar bis nach oben zu den Ostereiern. Und die Ostereier halbiert man, genauso wie die gestrichelten Linien. Zickzackförmig, schlangenförmig und eckig. Aufgabe ist es, die Ostereier zu halbieren. Genau so. Und jetzt ist eure Kreativität gefragt. Gestaltet eure eigene Ostereier, so wie ihr sie gerne haben wollt. Mit euren Lieblingsmustern, mit euren Lieblingsfarben. Wenn man mag, kann man den Osterbaum selbstverständlich auch verschenken. Bei der nächsten Vorlage geht es darum, dass ihr die Ostereihälften ergänzt. Also auch da einfach den gepunkteten Linien nachfahren.
Und wenn man mag, kann man auch diese Ostereier schön bemalen, ausschneiden, irgendwo ankleben oder so wie sie sind verschenken. Oder laminieren und am Osterbaum aufhängen. Ihr seht, unsere Vorlagen sind ganz schön vielfältig. Und vor allem die Tobi-Lotta Kreativ-Kniffel-Vorlagen, wie diese hier zum Beispiel. Die gibt es wie immer im Tobi-Lotta Online-Shop. Tobi-Lotta.ch. Bald ist Ostern und wir haben eine schöne Flipspiel-Vorlage für euch vorbereitet. In der Vorlage gibt es süße Baby-Ostertiere zum Ausmalen, wie ihr wollt. Zum Beispiel ein süßes Häschen, ein Babyküken oder ein Babyschaf. Malt die Tiere und die Ostereier so aus, wie ihr sie gerne haben wollt. Natürlich mit euren Lieblingsfarben. Pastellige Farben eignen sich für diese Vorlage besonders gut. Ihr könnt aber auch Wasserfarben oder Buntstifte nehmen. Die Vorlage schneidet ihr einmal in der Mitte durch, so dass ihr rechts zwei Eier und links zwei Eier habt. Eine der beiden Hälften faltet ihr der gestrichelten Linie nach einmal zur Mitte. Und so kann man die Eier etwas besser ausschneiden. Natürlich könnt ihr die Ostereierfiguren der Linie entlang auch einfach so ausschneiden und erst im zweiten Schritt falten. Schnappt euch dann eines der Ostereier, faltet die untere zur oberen Hälfte so, dass die schöne Seite nach innen ist, bringt etwas Kleber an, wiederholt denselben Schritt mit einem Tier oder mit einem Osterei und klebt es oben an. Wiederholt diesen Schritt so lange, wie ihr wollt oder bis ihr alle Ostereier und Ostertiere angeklebt habt. Dann bringt ihr oben etwas Kleber an, bringt die Hälfte des ersten Eis einfach nach vorne und klebt das letzte Ei am ersten Ei an. Und so habt ihr im Handumdrehen ein süßes und einfaches Flip-Osterspiel gebastelt. Diese und viele weitere Bastelvorlagen gibt es wie immer in unserem Shop tobi-lotta.ch. Ganz egal, ob zum Aufhängen, Verschönern eines Raumes oder zum Aufstellen auf den Schreibtisch. Mit der Tobi-Lotta Bastelvorlage bastelt ihr euch bunte und wunderschöne Heißluftballons. Jetzt erhältlich im Tobi-Lotta Bastelshop. Man kann mit verschiedensten Farben die Heißluftballons ausmalen. Ich zeige euch einige Techniken, wie man die Heißluftballons gestalten kann. Zum Beispiel mit Wasserfarben. Das ist eine Technik, die ich ganz besonders gerne mag, weil die Farben dann ganz schön ineinander fließen. Vor allem, wenn man ganz viel Wasser einmischt. Gerade bei Wasserfarben ist es ganz besonders schön, wenn man einige Spritzer macht. Dann kommt der Wasserfarben-Look ganz schön zur Geltung.
In der Vorlage gibt es 5 Heißluftballons und 4 Körbchen zum Ausmalen und Gestalten. Das untere Körbchen könnt ihr anmalen, wie ihr wollt. Und auch da benutze ich natürlich Wasserfarben. Dann braucht man das Ganze nur noch trocknen zu lassen. Der nächste Heißluftballon male ich mit Markern. Ja, ihr habt richtig gehört. Ganz normale Textmarker. Die eignen sich super, nicht nur um große Flächen, sondern auch um kleinere Bereiche zu malen. Und die gibt es natürlich auch in allen möglichen Farbvariationen. So, dass man den Heißluftballon nach eigenem Geschmack ausmalen kann. Das ist meine Lieblingsvariante. Aber man kann natürlich die Heißluftballons auch mit ganz normalen Buntstiften ausmalen. Die hat man auch meistens zu Hause. Ganz egal, für welche Variante ihr euch entscheidet, die Heißluftballons könnt ihr ausmalen, wie ihr wollt. Schaut mal. Richtig hübsch geworden. Und auch ihr kann man das Körbchen gestalten, wie man möchte. Zur Auswahl hat man verschiedene Heißluftballons und verschiedene Körbchen. Wenn man dann mit dem Resultat zufrieden ist, kann man die Heißluftballons sowie auch die Körbchen der äußeren Linie entlang abschneiden. Bei den Körbchen gilt, es gibt eine gestrichelte Mittellinie. Die einfach ein paar Mal durchstreichen mit einem Kugelschreiber. Und so lässt sich das Ganze dann auch viel besser der gestrichelten Linie nach falten. Das Körbchen dann einfach ausschneiden und den oberen Bereich nicht abschneiden. Denn so hält das Ganze auch richtig gut zusammen. Wenn man möchte, kann man beide Teile aufklappen und aneinander kleben, aber in diesem Fall brauchen wir diesen Schritt nicht zu machen, weil wir dickeres Papier dafür verwendet haben. Den Heißluftballon einfach reinstecken und unten ankleben. Oben einen Faden oder eine dünne Schnur anbringen und dann ist euer Heißluftballon auch bereit zum Aufhängen. Und so macht man das dann mit allen anderen Heißluftballons. Das ist natürlich die einfachste Variante, die ich euch gezeigt habe, wie ihr eure Heißluftballons gestalten könnt. Selbstverständlich kann man auch andere Bastelmaterialien dafür verwenden, um das Körbchen oder die Heißluftballons weiter zu dekorieren. Wie wär's zum Beispiel mit Glitzer? Mit feinen und kleinen Dekosteinchen. Der Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Ihr entscheidet, wie ihr eure Heißluftballons gestalten wollt. Ganz egal, ob zum Aufhängen, Verschönern eines Raumes oder zum Aufstellen auf den Schreibtisch. Mit der Tobilotta Bastelvorlage bastelt ihr euch bunte und wunderschöne Heißluftballons. Jetzt erhältlich im Tobilotta Bastelshop. Wir von Tobilotta haben eine wunderschöne Kawaii-Vorlage für euch vorbereitet. Ein tolles Spiel, welches ihr ganz einfach basteln könnt. Zuerst malt ihr alle Elemente der Vorlage aus, so wie ihr es gerne haben wollt. Nachdem ihr alle Elemente ausgeschnitten habt, könnt ihr sie zusammenbasteln. Das geht total einfach. Schnappt euch ein Lineal, drückt die gestrichelten Linien mit einem Kugelschreiber
denn so könnt ihr die jeweiligen Laschen viel besser falten. Nachdem ihr alle Laschen gefaltet habt, bringt ihr an der markierten Stelle etwas Kleber an. Und klebt das Ganze zusammen. Jetzt kommt der knifflige Part. Schnappt euch ein Radiergummi, steckt es in das Spielautomat, stecht mit einem spitzigen Bleistift ein Loch und schneidet das graue Feld vorsichtig mit einer Schere ab. Am besten lasst ihr euch bei diesem Schritt von einem Erwachsenen helfen. Faltet das Innenelement so, wie wir es falten. Einmal nach innen und einmal nach außen. Zickzackförmig. Steckt das Element im Spielautomaten. Die Bodenplatte müssen wir ebenfalls etwas einschneiden, am besten mit einem Cutter. Und am besten lasst ihr auch diesen Schritt von einem Erwachsenen machen. Schneidet die schwarzen Linien mit einem Cutter und biegt die Laschen etwas nach außen. Nicht komplett falten, nur biegen. Dann könnt ihr den Spielautomaten einfach reinschieben. So kann man den Spielautomaten ganz einfach aufstellen. Schnappt euch dann die ausgemalten und ausgeschnittenen Kawaii-Figürchen, klebt hinten eine Büroklammer und biegt das obere Teil leicht nach innen. An der Klemmenspitze bringt ihr ebenfalls eine Büroklammer an. Diese biegt ihr erstmal etwas auf. Die Klemme umdrehen und die Büroklammer mit Klebeband befestigen. So, dass ihr eine Art Haken habt. In dieser Technik kann man dann ganz einfach die Kawaii-Figürchen fischen und der Spaß kann auch schon beginnen. Bastelt auch ihr euch mit Hilfe dieser Vorlage einen wunderschönen Kawaii-Spielautomaten. Ganz einfach und so, wie ihr es gerne haben wollt. Diese und viele weitere Vorlagen gibt es bei uns im Bastelvorlagenshop. tobilotta.ch Wir von Tobilotta haben eine nützliche Vorlage für euch vorbereitet. Eine Schachtelvorlage. In der Vorlage gibt es verschiedene Schachteln, die ihr ganz einfach ausschneiden und zusammenkleben könnt. Diese Schachtel ist nur eine Variante davon. Und wir zeigen euch, was ihr Schönes daraus basteln könnt. Die Vorderseite der Schachtel könnt ihr nach Lust und Laune mit euren Lieblingsfarben etwas anmalen, zum Beispiel so wie ich das mache. Die Ecken rund einzeichnen, die Fläche anmalen, die Ecken und die Ränder etwas einzeichnen und an den Ecken Glitzersteine befestigen. Ein Bändchen anbringen und schon hat man ein süßes Täschchen gebastelt. Weiter geht's mit der nächsten Idee. Für diese Idee nehme ich die quadratische Schachtel. Die lässt sich auch ganz einfach zusammenbasteln. Aus einem Stück Papier, welches ihr zuvor zur Hälfte faltet, schneidet ihr euch ein paar Ohren aus. Zuerst könnt ihr sie einzeichnen. So habt ihr zwei gleich große Ohren. Etwas anmalen und zur Seite legen. Denn nun zeichnen wir ein paar Gesichtsteile direkt auf die Schachtel auf. Zwei Augen, eine Nase, schön anmalen
und die Ohren an beiden oberen Ecken anbringen. Spätestens jetzt wisst ihr, was das ist. Eine süße Häschenbox. Süß, oder? Und weiter geht's mit der nächsten Idee. Dafür verwende ich die rechteckige Schachtel, die sich mit einer Lasche verschließen lässt. Zuerst an allen vier Laschen etwas Kleber anbringen und die Schachtel zusammenkleben. Das Besondere an dieser Schachtel ist der Laschenverschluss. Denn so lässt sich die Schachtel wie eine Schatzkarte einfach verschließen. Auch diese Schachtel peppen wir ein bisschen auf. Schnappt euch ein Stückchen Papier, zeichnet ein Dreieck auf, schneidet es aus und malt es mit euren Lieblingsfarben an. Ein paar Details anbringen. Genau, das ist ein Horn, welches hier hinten an der Schachtel befestigt. Oben ein paar Gesichtsteile anbringen, ein paar Ohren ankleben und schon habt ihr eine süße Einhornschachtel gebastelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr unsere Schachtelvorlagen auf Buntpapier ausdrucken und damit tolle Dinge basteln. Vermutlich wisst ihr schon, was wir aus dieser Schachtel basteln. Noch nicht? Schnappt euch ein Stück Papier, malt es grün an, faltet es einmal zur Mitte und schneidet euch daraus einen Strunk. Einfach ein paar Wellen ausschneiden. Aufklappen und oben an der Schachtel befestigen. Na, wisst ihr, was das ist? Eine Karotte. Die nächste Schachtel haben wir auf Musterpapier ausgedruckt. Das ist ein Kuchenstück. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Schachtel in Kuchenform schön anmalen oder so wie wir ganz einfach und schlicht eine Schlaufe anbringen. Und so haben wir unsere Schachteln gebastelt. Es gibt verschiedene Vorlagen, zum Beispiel diese hier, die pastellige Schachteln, die Weihnachtsschachtelvorlagen oder die Rainbow-Schachteln. Ihr könnt sie einzeln bei uns im Shop erwerben oder gleich alle auf einmal. So wie ihr wollt. Diese und viele weitere Bastelvorlagen gibt es bei uns im Tobi Lotta Shop. Schaut gerne vorbei.